Die Beziehung mit deinem toxischen Partner ist beendet. So oder so. Ob du oder er Schluss gemacht hat, egal, es ist vorbei. Denkst du? Gerade Narzissten haben ein Problem damit, ihre alten Zufuhrquellen, ihren Supply, dich, loszulassen. Denn im Prinzip brauchen sie uns mehr als wir sie. Und wenn sie dich auch nur als Backup-Quelle haben wollen, dann werden sie alles dafür tun, dich an der Angel zu halten. Ich meine jetzt nicht das Zurückrufern in die Beziehung, was für dich sowieso nie gut ausgehen würde, solltest du dich darauf einlassen. Ich meine einfach, dass dich bei der Stange halten. Nach dem Motto, wenn das mit dem, der Neuen doch nicht so toll ist, dann kann ich ja immer noch zurück zu Nummer 68 oder auf welchem Platz auch immer du in seiner, ihrer Backup-Liste stehst. Also, sie werden versuchen, dich zu ködern. Narcissist Baiting, Baiting im Englischen genannt. Das darfst du genauso wenig zulassen wie das Hufern, dich in die Beziehung zurückholen. Du hast das Loslassen gerade geschafft, nun gefährde das bitte nicht. Denn sie werden ihr Leben mit allen Lovern und Liebschaften weiterführen, während du dann wieder alleine trauern wirst. Das kennst du ja. Der Missbrauchszyklus dir gegenüber geht dann weiter und das wollen sie genau so. Es wird deinen Selbstwert komplett ruinieren und dich seelisch richtig fertig machen, weil du erneut falsche Hoffnungen in diesen manipulativen Schauspieler, Schauspielerin setzt. Darum ist das Wissen um deren perfide Psychospiele so wichtig. Darum ist es gut, dass du dir solche Videos ansiehst. Denn Erkennen ist der erste Schritt. Was also passiert beim Baiting-Ködern? Wenn dein Narzisst spürt, er könnte dich verlieren, du ihn blockst und nicht reagierst, wird er versuchen, dich auf jeglich mögliche andere Art und Weise zu irgendeiner Reaktion zu bringen. Und daraus dann, egal wie du reagierst, zieht er Energie für seinen Scheinselbstwert. Er mag es zunächst auf die Freundliche versuchen. Er könnte sich melden und sagen, gerade habe ich diesen Film gesehen und dabei sofort an dich denken müssen. Oder er findet andere verlogene Worte, die bei dir zünden könnten. Falls du darauf nicht anspringst, kann er Fragen stellen und sogar beleidigend werden. Deine Antwort ist ihm dabei egal. Er will nur eine Reaktion, auf die er dann weiter aufbauen kann. Nichts weiter. Er könnte sagen, na, damals, als wir bei dieser Party waren, das war ja auch nicht so die feine Art von dir. Erinnerst du dich? Das fand ich richtig scheiße. Oder wie siehst du das? Oder? Ich habe immer noch einen Pullover bei dir. Wann kann ich den abholen? Oder du hast noch ein T-Shirt bei mir. Willst du es wieder haben? Oder wie? Oder was? Dein Ex-Narzisst will ganz einfach, dass du reagierst. Dich verteidigst. Irgendeine Reaktion. Scheißegal. Und das wird eine harte Prüfung für dich sein, denn du wirst das Gefühl gerade bei einem Vorwurf haben, dass du dich verteidigen musst, ist ja ganz normal. Und das weiß er und er nutzt dies als psychologisches Spielchen aus. Normale Menschen kämen niemals auf so eine Idee. Menschen, die persönlichkeitsgestört sind, aber schon. Okay. Nun weißt du, was dich in dieser Hinsicht von deinem Ex-Toxen erwarten kann. Reagiere auf nichts. Wenn es Kinder oder Verträge betrifft, beauftrage einen Anwalt mit der Beantwortung seiner Fragen. Wenn du Glück hast, dann ist das der wirklich letzte erbärmliche Versuch des narzisstischen Menschen, dich psychisch zu missbrauchen. Lasse es nicht zu. Bestehe diese hoffentlich letzte Prüfung.
viel Kraft.